Was ist denn hier los? Mensch, kann man hier nicht mehr richtig parken. Wo sind denn die ganzen Parkplätze? Ist hier nur noch Lagerfläche. Hey, bleib doch mal ganz ruhig, kein Problem. Wir parken jetzt alle draußen, denn wir brauchen hier drin die Parkfläche für die Sonderposten im Natursteinbereich. Sie brauchen Stelen aus Basalt. Die haben wir in verschiedenen Längen. Passende Basaltmauersteine haben wir natürlich auch. Basalt oder Hartsandstein? Schon was Passendes dabei? Basaltblockstufen mit verschiedenen Vorderseiten. Kein Problem. Und natürlich haben wir auch die passenden Pflastersteine dazu. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Garten anlegen oder einen alten Garten neu gestalten möchten. Auf über 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche bietet Veton aktuelle Trends und alle Baustoffe für den Garten. Ihrem Wohnraum unter freiem Himmel. Wir parken außerhalb, damit wir das Material für Sie sicher lagern können. Veton Baustoffe, Elzerstraße 22 bis 24 in Limburg-Staffel. Die erste Schule im Kreis Limburg-Weilburg ist nun offiziell mit einem Glasfaseranschluss versorgt. In der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg wurde 10 Monate nach dem ersten Spatenstich der Startknopf gedrückt. Schnelles Internet mit 1 Gigabit pro Sekunde kann nun an dieser Schule genutzt werden. Aber irgendwann mal, davon bin ich überzeugt, wird der Unterricht komplett digital sein, komplett vernetzt sein, komplett auch zeit- und raumunabhängig sein. Sprich, wenn jetzt jemand zum Beispiel krank ist oder so, liegt zum Beispiel zu Hause im Bett, kann dem Unterricht auch folgen. Alles das sind Möglichkeiten, die man in der Zukunft haben kann und die auch bestimmt kommen werden, die dann Möglichkeiten öffnen, die heute noch gar nicht da sind. Also ich denke, das System wird sich als solches zwar nicht verändern, aber es wird einfach ein viel breiteres, ein wesentlich vielfältigeres Angebot an Lehr- und Lerninstrumenten geben. Also man kann einfach den Unterricht viel flexibler und kreativer gestalten, wenn man eben die ganzen Datenbanken, aber auch die ganzen Apps, die Lernsoftware, das alles zur Verfügung hat. Und wenn das eben vor allem natürlich auch schnell geht, dass man das schnell auf den Schirm zaubern kann, das ist halt eine Voraussetzung dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer das dann auch einsetzen. Also Infrastruktur ist das A und O für Bildung, für Unternehmen und für Gesellschaft. Deswegen ist es mir ganz wichtig, auch heute die Glasfaseranschluss an dieser Schule mit anschalten zu dürfen. Ohne Infrastruktur keine Zukunft. Mara, und jetzt machen alle mit? Wie macht ihr jetzt mit? Bund und Land haben das Projekt mit 2,15 Millionen Euro unterstützt. Der Breitbandausbau schreitet im Kreis Limburg-Weilburg rasch voran, ist man doch bestrebt, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen. Hier im Landkreis hat man sich ja vorgenommen, dass man bis Ende des Jahres sämtliche Schulen, das sind etwas über 70, am Glasfasernetz haben will. Und damit wäre Limburg-Weilburg sicherlich in ganz Deutschland ganz vorne mit dabei. Von den 2000 Schulen, die wir im Land haben, haben wir jetzt insgesamt 1446 angeschlossen. Das heißt, über 70% sind bereits angeschlossen. Natürlich ist im nächsten Schritt der Ausbau bis auf die 100% im gesamten Lande geplant. Aus meiner Sicht ist Hessen einer der Vorreiter in diesem Themenfeld und das würden wir auch gerne ausbauen und beweisen. Das Lernen in den Schulen ist einem digitalen Wandel unterworfen und erfordert von den Lehrern und Schülern eine stetige Anpassung und Erweiterung der eigenen Medienkompetenz. Das ist ganz klar ein Teil des Digitalpaktes. Hier arbeiten der Kollege Lorz und ich sehr eng zusammen. Ohne Infrastruktur kein Digitalpakt. Und ein Teil der Umsetzung dessen ist natürlich auch die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer zu gewährleisten. Auch dazu brauche ich die Infrastruktur. Nicht alleine in die Abwehr der äußeren Angriffe auf die Netzwerke der Schulen müssen die Lehrer und Schüler unterwiesen werden. Vor allem auch die Inhalte der Angebote selbst müssen auf Richtigkeit und Wahrheitsgehalt geprüft werden. Das muss man schon technisch von außen gewährleisten, dass die Systeme auch sicher sind. Deswegen nehmen wir uns auch beispielsweise so viel Zeit für die Entwicklung unserer digitalen Lernplattform. Die läuft im Moment schon im Pilotbetrieb. Aber bis wir die eben flächendeckend auf alle Schulen in Hessen ausrollen können, müssen eben genau solche Fragen geklärt sein. Datenschutz ist auch klar, da sind wir mit dem Datenschutzbeauftragten in engem Kontakt. Ja, es ist halt alles, selbst wenn es technisch möglich ist, nicht von heute auf morgen machbar, weil man alle diese Dinge mit berücksichtigen muss, aber das tun wir auch. Die Adolf-Reichwein-Schule zeigte anlässlich dieser Pressekonferenz sehr eindrucksvoll die Möglichkeiten der digitalen Zukunft in den Schulen auf.
Das Medienzentrum in Limburg ist die Schnittstelle zwischen dem World Wide Web und den Schulen. Es sichtet und verifiziert die Vielfalt der Angebote und bietet den Schulen ausgesuchte und geprüfte Inhalte an Lernmitteln an. Durch die Gigabit-Anbindung ist hier nun ein unkomplizierteres und rasches Arbeiten für Lehrer und Schüler möglich. Wir haben zum Beispiel so ein Videopool, wo wir ganz viele wichtige Videomaterialien für den Unterricht anbieten. Und das ist jetzt immer bisher so gewesen, ja, wenn ich jetzt mal was im Unterricht zeigen will, dann muss ich alles zu Hause herunterladen, nur zur Sicherheit, weil man weiß ja nicht, wie das Internet aussieht. Und deswegen ist das jetzt richtig gut, wenn wir Glasfaser-Internet haben. Weil dann kann man einfach im Unterricht das direkt streamen. Man muss das jetzt nicht alles zu Hause stundenlang vorbereiten, sondern kann das direkt im Unterricht auch starten und direkt hat man das alles, was man braucht. Das nennt sich Augmented Reality. Da wird das, was wir hier in der Realität sehen, wird ergänzt. Um digitale Elemente. Die Freude über das schnelle Internet ist allenthalben sehr groß, bietet es doch neue Möglichkeiten, Lerninhalte rascher und interessanter zu vermitteln. Auch die Industrie profitiert von der schnellen Verbindung in die ganze Welt. Natürlich müssen oder wollen wir auch insgesamt den Ausbau mit dem Mobilfunkpakt und mit der Gigabit-Strategie in Hessen vorantreiben. Und unser Ziel ist es natürlich, in den nächsten 2 Jahren alle angeschlossen zu haben. Und dazu zählen die Schulen, wie auch die Gewerbegebiete, wie auch die Wirtschaft. Das ist auch ein nicht endender Prozess. Also nach der Gigabit-Strategie im Prinzip wird es was anders geben. Ob das dann Terra ist oder wie man es auch immer nennen wird, es wird auf jeden Fall deutlich breitbandiger werden. Das ist für uns ein Schritt in die richtige Richtung, sehr wichtig für diesen Landkreis. Von daher ist es, wie Sie eben richtig gesagt haben, ein freudiger Tag für diesen Landkreis.